Ich will das Zeug aufheben. Lass mich das Zeug aufheben. Oh, da oben sind schon Gegner. Ich sehe Wölfe. Was mich jetzt mal interessieren würde, ist, auf was öffnet man nochmal das Inventar? Ja, okay, das geht auch. Dann können wir da drauf gehen. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Dorf. Da verkaufen wir dann unsere Sachen. Also das Zeug hier zum Beispiel und das Ding und das Ding. Und dann schauen wir weiter. Mal sehen. Fähigkeiten. Ach, wir haben schon Skillpunkte. Stärke. Ich mache jetzt einfach mal auf alles einen Skillpunkt. Und nochmal auf Stärke. Ach nee, das sind ja Parameterpunkte. Und hier haben wir dann die Skillpunkte. Da würde ich sagen. Gibt es irgendwas wie Schlossknacken? Ah ja, da gibt es Schlossknacken. Dann tun wir das mal verbessern. Und was ist das? Nee. Ja, Schaden erhöht. Das ist immer gut. Und jetzt sollten wir eigentlich... Was haben wir denn da? Können das Zeug mitnehmen. Aber das Schwert geht nicht mehr. Schade. Oh, und den Helm haben wir gleich ausgerüstet bekommen. Das ist gut. Das ist ein Kurzschwert des Lichtes. Wenn wir dann mal hier schauen. Da haben wir noch ein Kurzschwert des Lichtes. Das heißt, wenn wir jetzt mal den... Nee, wie ging jetzt nochmal? So. Ja, genau. Jetzt haben wir ihn rausgeworfen. Und wenn wir dann ganz schnell das Schwert aufsammeln und die Blumen aufsammeln, sowieso. Und dann gehen wir jetzt wieder auf unser Inventar. Dann können wir nämlich das Schwert verbessern. Dann ist das Gewicht, das es eingenommen hat, weg. Dann haben wir sogar gleich noch ein besseres Schwert. So, ausgetauscht. Und dann können wir das Ding jetzt wieder mitnehmen. So einfach geht das. Ich will die Pelze da oben haben. Auch wenn mich die Wölfe dann zerfleischen. Alchemiezutaten sind auch in diesem Spiel sehr wichtig. Also für mich, weil ich Tränke mag. Die erleichtern einem das Leben sehr. Da ist ein Biber. Ich brauche Biberfleisch. Bleib stehen. Bleib stehen. Ey, jetzt geht er hoch. Oh. Ah, könnte interessant sein. So. Ich muss sagen, auch wenn das Spiel recht alt ist, hat es doch eine echt gute Grafik. Für meinen Geschmack. Also, dafür, dass es so alt ist. Da haben wir einen Mana-Quell, da wird sich unser Mana aufladen, wenn wir es brauchen würden. Und da sind Groms. Mit denen will ich mich erstmal nicht anlegen. Das Entenviech hätte ich gerne, aber da gehe ich nicht ein, dass ich jetzt sterbe. Dann gehen wir jetzt mal da runter. Da würden wir übrigens wiederbelebt werden, wenn wir sterben würden. Was wir in nächster Zeit nicht vorhaben. Mit dem Typen da könnten wir reden, aber das habe ich jetzt gerade nicht vor. Und was ist das für einer? Guten Tag. Der hat die Rüstung an, die wir vorhin anhatten. Suchst du nach ganz speziellen Waren? Kommt drauf an, was er meint. Könnten ins Geschäft kommen. Weil dann würde ich jetzt ganz gerne einfach mal was verkaufen. Damit wir ein bisschen Zeug los sind. Ja, die sind schlechter. Die sind sowieso schlechter. Das Schwert kann weg. Die Falle hier oben mal reinsortieren. Beil. Oh, weg. Das Ding da kann auch weg, weil wir haben die Stärke dafür nicht. Ich sehe gerade, wir haben bloß 12 Frames. Wie ist das? Naja. So, okay, den
verbessern will ich im Moment noch nicht, weil ich würde mir die Teile gerne aufheben. Später kann man die noch sehr viel besser gebrauchen, glaube ich mich zu erinnern. Und jetzt... Da liegt unser... Ich bin schon. Ja. Nichts sagen, einfach gar nichts sagen. Wo ist der Depp hin? Da ist er. Jetzt handeln wir endlich. Aha. Tja, man sollte auch verkaufen. So geht das nämlich. Ja, jetzt schon. Kurzschwert weg, das Teil da weg, das Ding da weg, die Handschuhe weg. So, endlich. Ich überlege gerade, sollen wir ein paar Dietriche kaufen? Einer geht zumindest. Gut. Jetzt haben wir Biberzeugs. Das ganz andere Zeugs. Das brauchen wir noch. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Ja, okay. Also Bogenschießen ist in Two Worlds nicht so meins. Danke. Komm mir die Tür vor der Nase zu, wir warten das. Was ist das du? Ist jetzt wurscht. Dann reden wir jetzt mal mit dem Typen hier. Willkommen hier bei uns. War da nicht eine Animation? Oder mit dem da? Komisch. Ich habe gedacht, der wäre eine Animation gekommen. Dann reden wir erstmal mit dem, weil man sieht, das ist ein grünes Symbol, das heißt, er hat eine Quest für uns. Rede. Willkommen, Söldner, auf der Durchreise? Kommt darauf an. Hast du einen Auftrag für mich? Vielleicht. Das hört sich jetzt vielleicht sonderbar an, aber ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und woher willst du wissen, dass du mir vertrauen kannst? Weil Ferret Redismus auch ein Freund von mir ist. Er hat mir gesagt, dass du vertrauenswürdig bist. Meine Frau hat bald Geburtstag und ich brauche ein besonderes Geschenk für sie. Sie liebt Kristalle. Ich weiß auch schon, woher. Mein Freund Edwin in Brumhill besitzt das sogenannte Mondauge. Ich möchte es ihm abkaufen. Tja, das Mondauge... Ja, warum nicht? Sehr gut. Dann nimm diese 500 Goldstücke, geh nach Brumhill und suche nach Edwin. Ich bin sicher, er wird dir den Kristall verkaufen. Und was springt für mich dabei heraus? Ich verspreche dir, dass du nicht enttäuscht sein wirst. Okay... Tja, was gibt's Neues bei der Händlergilde? Man ist dort sehr besorgt. Die Karawanen kommen nicht mehr in den Norden durch. Die Straße südlich des Tors ist nicht mehr sicher. Ja, ein Ork-Kommando soll dort sein Unwesen treiben. Und das nördlich des Gorn. Du wirst sehen, dass die Preise bald in die Höhe schnellen werden. Okay. Das könnt ihr mir vielleicht auch noch sagen. Soll ich wirklich jede Dialogoption nutzen oder soll ich das dann vielleicht irgendwie abkürzen oder sonstiges? Vielleicht stört es ja, wenn immer Animationen da drin sind und immer irgendwer redet oder sonstiges. Ich habe keine Ahnung. Schreibt es einfach mal in die Kommentare, das wäre sehr nett. Dann machen wir mal weiter. Auf Wiedersehen. Tschüss. Gut, jetzt haben wir von dem schon mal die Quest angenommen. Und jetzt könnten wir eigentlich, wenn wir wollten, uns mal um die Groms da oben kümmern. Da ist auch noch was, und zwar die Magie. Da gibt es Booster. Zu einerseits den Mana-Booster, dann verbraucht der Zauber halt nicht so viel Mana. Und andererseits den Level-Booster. Das erhöht das Wirkungslevel eines Zaubers. Dann würde ich sagen, heilen muss man mehr, das heißt, da sollte es weniger Mana verbrauchen. Da hat es einen 36, jetzt hat es 45, also es geht schon recht runter, der Mana-Verbrauch. Und Feuerzauber soll so viel Schaden wie möglich raushauen, und da nehme ich dann den Level-Booster. Dann gucken wir, was haben wir eigentlich so? Gar nichts, okay. Karte, Ruf haben wir noch gar nichts. Ja gut.
Inventar, da kann ich jetzt schauen, ob da irgendwas mit den Fallen funktioniert. Kann ich das da so rein tun? Wenn ich da drauf gehe. So liegt. Ach ja, genau, eins ist immer Fallen. Das heißt, wenn die Falle benutzt wird, kriege ich die dann rein. Ach ja, stimmt ja. Dann tun wir mal die Fackel weg, weil wir brauchen jetzt ein bisschen Schutz. Ja, und dann Uwens Gemenge da oben. Müssen wir jetzt mal ein bisschen auf Taktik gehen, glaube ich. Da sind die Groms, das heißt, wir werden hier erstmal eine Falle hinlegen. Dann werden wir ihm ein Feuer überbraten. Dann mal los. So, jetzt stellen wir uns hinter die Falle. Wieso gehen die denn in die Falle? Oh, 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 oh. Ah, das sieht doch schon aus. Mal sehen. So, und jetzt noch der da. Gut, und da liegen sie auch schon. Also die Fallen haben jetzt erstmal nichts gebracht, okay. Mal nachschauen. Es hat schon mal besser funktioniert. Jetzt verbessern wir mal unser Schild. Holen uns ein bisschen Gold, einen Dietrich, habe ich immer gerne. Ein Kurzschwert. Okay, brauchen wir eigentlich nicht, aber es kann man verkaufen. Dann schauen wir hier ein Stöckchen. Das macht sogar mehr Schaden als unser Kurzschwert. Dann rüsten wir jetzt das erste Mal den Stock aus. Da haben wir jetzt zwei von und da haben wir noch ein bisschen Gold. Dann haben wir noch hier den da. Oh, das macht sogar noch mehr Schaden. Dann nehmen wir hier mal den Dornenstab. Also ich werde auf Schwert.